Und ich hätte auch noch 8 Dings und könnte dann noch, wenn wir hier einen Mörser haben, kann ich tatsächlich, oder kann man das auch so Ich bin da, herstellen? ich bin da, ich bin da. 200 Ja. Meter. Alter, mein Ding muss ja Muskeln haben wie sonst was nach der Fahrt hier. Die Kitzhalle ist schon bei 28%. Und jetzt sind hier nur Tapis, die spawnen. Na klar. Kannst du bitte da oben dem Stein landen, bitte? Hallo? Danke. Da unten ist ein weißer So. Drop, ne? F. Vielleicht. Aber sollen wir dann nicht lieber das Fischfilet rausnehmen für das Prime? Ach so, egal. Ich glaube, der nimmt sich einfach das, was er lieber hat. Ja, das glaube ich auch. Bin so froh, dass ich mit dem Adler gekommen bin. Der kann ja so viel schleppen, ne? Tue ich mal hier die ganzen Sachen rein. Holz und. Dunkleos? Wer ist nochmal ein Dunkleos? Ahnung. Weil ich habe hier einen Dunkleos-Sattel bekommen. Habe ich den nicht auch gekriegt? Nee, Düdi. Vielleicht hast du den in meinen Vogel getan? Keine Ahnung. Hat den in meinem Inventar? Nee, ich habe das hier. Also ich hatte den auch in meinem normalen Inventar. Keine Ahnung. Oh, ich sehe da nur was wegfliegen. Was machst du? Gucken, ob hier irgendwo ein Tapir in der Nähe hockt. Okay, ich tu mir ganz kurz Wasser. Ich bin so nützlich, was ein nützliches Glied doch in der Kette. Der kleine Dudi ist. Ich bin richtig, richtig begeistert gerade. Ich fühlte mich gestern so nutzlos und das habe ich jetzt alles wieder gut gemacht. Wie, Naja. naja. Nützliches Glied. Hättest du noch ein Piu Piu für mich übrig, falls ich auch einen Tapir noch finde? Oh Gott, jetzt, ja, habe ich, aber ich bin gerade Busy, wieder okay. auf Reise gegangen. Aber abgefahren. Mutterschiff Nummer 2. Vor einem dritten Paar Tapir. Also bei dir ist ein Tapir. Nein, vor einem Tapir. Zweites Mutterschiff So, vor einem dritten ja. Tapir. Hier ist ein Tech-Dino. Parasaurus Level 1. Hat das funktioniert mit den Bären? War, glaube ich, für die Überbrückung echt noch wichtig gewesen. Ich guck mal in das Inventar des netten Dudes. It's food en masse. Hat der genug? Sollte. Oh, wie witzig, dass wir den hier entdeckt haben. Abgefallen. Und der war auch nicht hoch, ne? Vielleicht sind die doch nicht so hoch in der Luft, wie ich dachte. Nicht so tief, Rüdiger. Was ist das denn? Da sind Stimulantien drin und gar kein Narkosemittel. In nur einer Trude. Nee, im Kitzhalle, oder? Ja, du guckst in den falschen. Weil das ist ein Pteranodon, den du Oh anguckst. lol. Das ist meine Trude, die hat Stimulantien. Wie ist das? Naja, da könnte ich mal geben. Oder Okay. funktioniert das nicht mit der Energie? Das sind weiße Bären. Ja, ich habe Stimulantien aus weißen Bären gemacht. Naja, aber du musst nur die weißen Bären verfüttern. Nicht die Stimulantien? Nee. Bist du sicher? Ziemlich. Kann man ja mal Das probieren, sollte immer oder? besser sein, oder? Weiß Ich nicht. hab's noch nicht ausprobiert. Probier's mal aus. Oder ist das auch Ab nach oben, Wachmacher? Icarus. Könntest du mir ein paar Pew-Pews abgeben? Hast du denn genug? Ja, ich hab genug. Ich weiß halt nur nicht, wo du bist. Beim Kitzel? Ja, ich flieg beim grünen Obelisk rum. Oh. Gut, das ist weit weg. Wie sieht's aus da? Auf einem Vogel mit einem Vogel auf der Schulter. Tja, ich habe halt einen Vogel. Warte mal, ich mach ein Zusätzlich. Screenshot. Bitte was? Oh, Oh, ein Screenshot. warte, ich möchte noch episch gucken. Wo soll mein Vogel hingucken? Sag mal eben. Kann ich denn die Hände wegstecken? Geht das auch irgendwie? Die Hände? Okay, Stimulanzien Weiß ich funktionieren nicht. tatsächlich nicht. Kannst du den Kopf von dem Vieh drehen? Also Ja, sehe ich sag das wie. auch?
So? Was steht denn auf den Stimulanzien drauf, was die machen? Hält dich wach, aber lässt dich nicht. Wie soll das Vögelchen gucken? Ja, das passt so. Vielleicht ist das gegen benommen. Oder einfach nach rechts nur oben. Gegen. Ja. So? Okay. Oh ja. Ich hätte gerne mal eine Hände da raus, aber egal. So quasi, das ist wenn du bewusstlos wirst, nimmst du Feuer 1 und dann... Möchtest du mal auf dem Adler fliegen? Das ist ganz cool. Was ist das Vergnügen ja noch nicht. Bye-bye. Achso, geht das mit den Dingern, oder? Was denn? Mit den Stimmlanzen? Nee, das ist Wachmacher für gegen Betäubung. Nur für sich selber. Und, oder Betäubung, ja. Niu. Also du darfst wirklich nach den Tabiaras nicht suchen, ne? Wenn du schon wieder weg, ne? Suchst, wenn du nicht nach denen suchst, tauchen die hier auf wie Fische im Sand. Ja. Aber wenn du nach ihnen suchst, sind die überhaupt nicht da. Die sich alle verstecken. Ist so, ja. Nervig. Vielleicht müssen wir einfach mega viel von einem anderen Vieh reden und dann tauchen die auf. Also ich hatte eben noch einen gesehen, aber der war halt auch schon wieder in der Luft. Ne, einen habe ich auch gesehen, so einen orangenen, den habe ich aber aufgeschreckt. Ich hatte halt nur meine Betäubungspfeile und die haben halt nicht gereicht. Hier hinten ist noch eine Entdeckernotiz. Oh ja. Bei mir. Stimmt, das hat gerade Kevin gesagt. Ich glaube, das ist die oder Marco, ich weiß nicht. So, die, wo denn? Bitte? Wo denn? Entschuldigung. Achso, ja, da drüben. Entschuldigung. Entschuldigung. Alter, mein Agentavis ist 3 Level aufgestiegen. Echt? Ja. Ja, nicht schlecht. Oh, meine auch. Gewicht. Ausdauer. Ausdauer. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Meine hat so krasse Muckis. Achso, kannst du mir bitte die Dinger geben? Also nicht viele, nur ein paar, 10 oder so. Ich hab die alle halt für den Kezal verballert. Hi. Hier. Ja. Ich hab ein Paket ausgekackt. Dankeschön. Nehme ich irgendwie nicht gerne. Auch 15, dankeschön. Kann ich euch mal kurz alleine lassen und nach einem Tapir suchen? Mhm. Das Feini? Okay. Dankeschön. Wird doch nichts. Ich glaube schon. Also ich weiß ja noch, wo das war damals, damals wir Markus gefunden haben. Nein, ja. Ja. Aber das ist hier ganz in der Nähe und Oder willst du gerade direkt mit dem Lieferbreaker fliegen? Nee. Da ist das gleiche wie... Nee, ich will das nicht töten, aus Versehen. So. Oh Gott, meine Wäsche ist unten Haupttrockner. Gut, dass du es sagst. Dass sie anfängt zu brennen. Ich finde den Geier schon witzig, den Adler. Ich weiß nicht. Bei mir ist tatsächlich der Tapipapi noch ein bisschen weiter drüben. Ich glaube schon wieder unscharf. Frech. Irgendwie macht mich meine Kamera neuerdings sehr viel dunkler als vorher. Ach ja. Marco, habe ich dir eigentlich das Video von gestern geschickt? Nee. Sag doch Bescheid. Ich habe es exportiert dann von Twitch. Aber ich hab's doch aufgenommen. Ja. Oh, I'm sorry. Habe ich vergessen. Aber ich war auch heute nicht am PC. Also muss ich mal zu meiner Verteidigung sagen, heute war ein sehr stressiger Tag. Ein sehr stressiger. Oh. Mein Leben ist so hart. Ja. Ja, okay. danke für dein Mitgefühl. Ja. Und deine lieben Worte. Ja. Lieben Worte. So. Bisschen Ausdauer. Ich finde, hier müssen wir in die Ego-Perspektive gehen und dann mit dem Adler laufen auf dem Boden. Das ist ja mal richtig witzig. Stampft ein bisschen. Ne? Gott, das wackelt, du tanzt so. Because I'm bad, you know it. Nice. So, dann wollen wir mal den Tappe hier auf frischer Tat ertappen. Was haben wir denn hier? Ein Kackvieh, Steine. Schildkröte.
Ja, wir haben einfach jetzt gerade Pech, das ist so. Wollen wir einen Spino schießen? Hier war der letzte, der ist auch nicht da. Der ist kein Spino, ist nur ein Parasaurus. Wie geht's dem Kezau? Supi. 70% schon. Geil. Das geht echt schnell. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass gestern nur 1% immer weiter ging und jetzt gerade. Aber wir haben tatsächlich, wir waren schon bei 50% und dann hatten wir alles verloren, weil er kein Essen mehr hatte. Kein Food mehr und dann ist er einfach. Ja, und dann war der wieder bei 12%. Wir haben so lange schon gewartet gehabt, gefühlt. Alter. Der Fuchs geht herum, alle Häuser fallen um. Mir läuft gerade ein Raptor um meinen Stein, auf den ich gelandet bin. Hab ich gerade richtig erschrocken. Unter mir sind die Bäume ge. Was? Ach so, ein Alpha-Raptor. Oh lol, ich dachte, es wäre ein Alpha-Stego. Sah so aus. Nee, hier ist nichts. Ja, die sind einfach nicht zu kriegen. Ich fliege. Ich würde einmal zurück zur Goldinsel fliegen und da nochmal gucken. Ja. Ich bleib bei den Leuten hier. Ich komme zu euch. Scheiß auf einen. Ihr wisst schon. Warte, jetzt kommt einer. Der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Der Tapi Papi. Tapi Schmapi. Tapsel Papsel. Bist du jetzt leise? Hm? Bist du jetzt leise? Sonst taucht der ja nie auf. Ja, das versuche ich ja. Einfach zu sagen, man braucht ihn nicht mehr und das Spiel registriert es dann und sagt, okay, dann lassen wir mal einen erscheinen. Ja. Ihr wisst schon, so umgedrehte Psychologie und so weiter. Ja, das darfst du noch nicht erklären. Ach so, oh, Entschuldigung. Wir müssen einfach nur sagen, dass wir das wirklich gar keine Zeit für haben. Nee, ich habe übrigens nicht verstanden, gar nicht gut kommen. Warum es umgedrehte Psychologie heißt. Ich meine, umgedreht, wieso umgedreht? Ist das ja nicht Psychologie, sondern Physiologie oder so ein Quatsch? Ihr wisst schon. Du verdrehst die Psychologie des anderen. Ja, das verstehe ich schon, aber wieso umgedrehte Psychologie? Also, umgedreht einfach. Ja, yeah, ich hab's gerade gesagt. Ich weiß nicht, ich bin mit deiner Erklärung nicht so zufrieden. Das ist irgendwie nicht so erfüllend, weißt du? Oh, ich habe einen T-Rex gefunden. Nee. Hast du immer erfüllende Erklärungen raus? Ja, natürlich, natürlich. Kennst du das nicht? So manche Antworten erfüllen dich, da bist du mit einverstanden und zufrieden, akzeptierst das und bei manchen Dingen denkst du dir, nee, sorry, das erfüllt mich nicht. Diese Fakten akzeptiere ich nicht. Ja, irgendwie schon. This one sparks no joy. Es gibt halt so manche Autorität, die ist akzeptiert und manche Autorität, die ist so nicht akzeptiert. Ja. Der ist ja schon fast gezähmt. Ja. Das Girl. Girl. Girl, 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 girl. Machen wir mit dem Parasaurier hier. Schicken wir den zum Spaß in den Kampf? Den könnt ihr freilassen. Den könnten wir freilassen, oder? Ich mach mal eine neue Gruppe. In den Kampf. Mach das nicht, wenn der... Nee, warte bitte noch damit. Wenn wir vielleicht in der Luft sind, dann können wir das von oben auch schön betrachten. Oh Gott, so im Akro-Modus. Das ist dann auch eine wissenschaftliche Studie. Aha. Ei. Okay, der ist jetzt eventuell runtergerannt, weil er die Kurve nicht bekommen hat. Wo ist er? Der ist jetzt da unten. Der wird von so einem Mini-Vieh angegriffen, glaube ich, so ein Campi. Bitte sehr. Ja, aber ich habe keine Ausdauer mehr. Shit, ich muss kurz warten. Ja, warum? Ich hol den. Der war nur zu fett, deswegen brauche ich nochmal kurz Pause. Ja, ich kann den gesamten Parasaurus tragen. Ich kann den gesamten Parasaurus tragen! Okay. Oh je, yeah. Oh je, yeah. Oh je. Yeah. Okay, jetzt aber. Aha. So. Ja, okay, ich muss kurz passieren. Ich habe meine Ausdauer nicht regeneriert. Ja, so dunkel.
Genau, wenn es dunkel wird, ist er fertig. Ja, okay. 92% hat er. Hier stehen drei Brontosaurier nebeneinander. Tja, okay, also. Nee. 95,5. Wüsst mal gerne, wie groß dein Baby-Bronto ist. Schaut mal, ich hab hier ein Paket. Sieht schon witzig aus. Guck mal, bitte sehr. Ups. Will es auf ein Baby-Bronto? Baby-Bronto? Ah, Freya, hi, WB, wie geht es dir? Ich würde gerne mein wissen, Tappe warum ist es tot. Bei mir neuerdings so laggt und was ich gemacht habe. Keine Ahnung. Vielleicht Grafikeinstellung, hast du dich schon ein bisschen reduziert? Ja. Drück mal jedes Mal, wenn es laggt, drück mal Escape und sag mal, was da für ein Ping steht. Passt schon, ich hab jetzt, aber es laggt nicht. Ich habe jetzt gerade die ganzen Schatten runtergestellt und jetzt läuft wieder eigentlich flüssig. 95%, 98%. 97er Ping. Ja, ich brauche 9 leider. Wirklich? Hatte ich gerade, auf Escape? Ich habe ein 17er. Ich habe ein, also normal 22er, aber ich hatte so ein, ich dachte, das wäre ein Ruckler, aber ich dachte, ich guck mal. Und dann ja, manchmal ist das... Boah, wie erschrocken, auf einmal kommt hier so ein Hörnchen entgegen. 98,6. Hat er kein delicious Foot mehr, oder was? Oh, ein Kitzel. Kitzel. Nee, hat wirklich nicht. Der hat nur noch Fischfilet. 2 zu fangen. Ich glaube, wir kriegen noch nicht mal einen. Aber komm ruhig gern online. Das ist kein Tapefreier. Das ist ein... Achso, Kitzel. Und jetzt weiblich. Ja, wir haben jetzt 2 weibliche. Ich find, über den... Ui. Genau über dem Kitzel schwebt die Tape. Echt? Entschuldigung, ja. Ich konnte nichts anders als den Oher zu nennen, aber wir können ihn gerne umbenennen. Aber lest mal! Kital vor allem. Ja, das wird so geschrieben, Kital. Ja? Ist kein Scherz, Kital, aber war witzig, oder? Kital! Hui wie ein Krachias! Jetzt gerade den Parasaurier opfern? Wieso, den können wir mitnehmen? Als Tribute. Soll ich den zurückbringen oder wo fliegt der Tape? Genau über euch. Also ziemlich über euch. Der ist ziemlich weit oben, aber. Ach so. Ich hoffe, das war okay, dass ich den benannt habe. Ich kann ihn natürlich 6. auch anders nennen. Ich hatte bei mir auf der 9, ne? Dann könnt ihr den mit irgendwohin angreifen. Na gut, der. Machen wir denn was Schönes hier? The real name is Quetzal. Quetzal ist Dinosaur. Dinosaur. Man sieht jetzt nichts, das ist ein bisschen blöd. Das Ding ist, ich relativ wenig, aber ich guck mal, wo ich lang muss. Er ist lila-grün. Sieht ganz schick aus, ne? Und ich habe ihn gespookt. Hm? Ich habe ihn gespookt. Wen hast du gespookt? Was heißt gespookt? Yara. Der von aggressiv. Ja, ich hab dem gesagt, der soll den. Ich flieg schon mal zurück, dass der safe überlebt, ja? Wer did denn? Ich seh dich gar nicht zurückfliegen. Neben dem grünen Turm, also ich flieg gerade rein nach Karte. Guck mal, wie. Der nächste. Weil ich aus. Das ist 2 gegen 1, das ist unfair. Wie der nächste? Ist da noch ein Mutterschiff? Nee, die kämpfen gerade. So. Beschreib, was passiert. Wir machen ja unsere Gladiator-Kämpfe. Ja, ich merke schon. Eure Pokémon-Tierkämpfe, Hahnkämpfe. Dem armen Para gegen den Alpha-Raptor. Wer gewinnt? Parasaurus nimmt Kopfnuss. Das ist nicht sehr effektiv. Und er ist tot. Oh. Ah, ein Trodon. Ja, gut. Weg hier. Will ihn nicht sterben. Was stand da jetzt? Der ist gestorben, ne? Ein Trodon hat ihn gekillt. Oh, die Trodons sind richtig fies, finde ich. Gut, wo? Also ihr seid jetzt schon Basis. Zurück, oder? Wir sind auf dem Weg zurück. Okay. Fliege einfach nur in eine Richtung. Um den dann einfach abzubringen, dass der schon mal safe ist. Hast du noch was gesammelt? Stimmt. Ja. Einfach... Aber ich finde den anderen schöner. Ich hab Steine weggeworfen. Übrigens hat der andere genau dieselbe Farbe wie der, den wir erstmals gefunden hatten. Ja, irgendwie schon, ne? Es ist genau derselbe. Oh, aus meiner Perspektive sieht das aus, als hätte mein Adler Doppelflügel.
Oh, das sieht cool aus. Ich überlege gerade, ob ich an der Küste entlang fliege. Ja, lass mal hier links rüber. Ausdauer hast du noch? Mehr als die Hälfte. Okay, ich sollte sowieso mehr als du haben. Ich habe irgendwas mit 500. Nee, ich habe schon irgendwas mit 560. Ich habe Ausdauer halt gar nicht gelevelt. Was sieht aus, deine Pyramide da? Weil das ist voll cool, wie wir alle so im Gleichschwung sind. Zähl ich leider nicht. Wo bist du? Unter dir. Unter mir. Ah ja, nee, bei mir sind wir nicht im Gleichschwung. Bei mir schon. Auf dem Großen mitfliegen. Bitte? Auf dem ganz Großen wissen wir noch nicht. Das wissen wir nicht. Wir haben es nicht freigeschaltet. Also, wir haben den Sattel erst auf 76. Ja, und wir sind selber erst 70 oder so. Mhm. Ja. Also ich bin Level 70, ja. Und ich habe die Hälfte erst von Level 71. Gleich noch ein Drittel. Aber so undankbar, dass wir kein Dings gefunden haben. Ich meine, jetzt, wo wir den betäubt haben, klar, tauchen die alle auf, ne? Aber. Hm. Ich muss mal gucken, wie viel Ausdauer ich noch habe. Hälfte. Ich glaub, hier auf dem Stein sieht's gut aus. Ja. Großen. Ich lieg gerade einfach nur geradeaus, wir sind ziemlich weit oben. Ja, wir fliegen Richtung Lilanstrahl. Ja. Passt das von der Map her? Also die Map hatte ich offen, das muss genau richtig sein. Ja, ja, also passt, ich habe genau meine Stunde. Oh, schau mal nach unten, da glitzert das Wasser. Ich könnte wieder. Oh. Kurio schreibt, der könnte Quetzal heißen, wie der große Bird in den mexikanischen Traditionen. Da habe ich gesagt, das ist ein Quetzal. Da ist noch einer! You're kidding me. Unter uns. Da ist noch ein Quetzal unter uns. Ich sehe es. In so rot, ne? Ja. Sicher, dass das ein Quetzal ist? Der sieht ein bisschen anders aus. Das ist einer. Vielleicht ein männlicher. Ein ganz schwarzer mit feuerroten Flügeln. Der hat einen lilan Iro. Oh. Also, wenn wir den jetzt wirklich fangen. Sieht auch richtig gut aus. Ey, wenn wir drei Dinger haben, also wir können die komplette Basis damit umziehen, ne? Da können wir bestimmt 2000... Ich bin zwei reichlich. Oh, wir können so viel Eisen damit transportieren. Aber das wäre schon witzig. Das wäre richtig witzig. Kevin, willst du bei mir aufsteigen? Geht wahrscheinlich schneller, ne? Eventuell. Also ich guck mal, ob meine Ausdauer bis hier landet. Oh ich ja, bin jetzt bei der unteren Spitze vom Blitz angelangt. Ja, bei mir auch. So. Könnte aber tatsächlich noch reichen. Ich sehe da hinten schon das Ding. Oder so, ja. Ja, ich denke, das reicht. Also mindestens beim Metallbär. Unten läuft ein goldener Raptor gegen den Rex. Unter uns? Kann ich gar nicht sehen, da bin ich zu weit oben. Aber jetzt gerade ist die Sicht richtig gut, oh. Bist du ja dann... Wo landet... da ist der Goldberg, verdammt, ich fliege voll falsch. Ich nenne ihn nur Metallberg. Schau mal, das ist ein gelber Drop rechts von uns, willst du den mal holen? Ja, der ist im Wald, nee, kann ach ja, ich sehe es, okay. Das wird da hinten seid ihr. Nee, der ist schon relativ weit weg. Extrem weit sieht. Ja, das finde ich auch. Man kann sich gut orientieren. Aber ich. Hinten auf der einen Insel ist ein goldener Drop. Der einen Insel? Da fliege ich hin. Goldene Insel. Ja. Das wäre bei uns. Nee. Ich doch keinen. Bei mir ist es ein weißer Drop, du. Der ist nicht Gold. Nein. Hinten auf der. Mini-Insel. In der ganz inneren Ecke. Ja. Okay, das kann ich tatsächlich gar nicht sehen. Ich hole mir den. Schau mal eben wegen Ausdauer. Okay, ich muss landen. Soll ich dir Begleitschutz geben noch, oder? Nee, das sollte ich schaffen. Okay. Also, die Ausdauer hält schon noch ein bisschen durch, aber ich möchte halt sicher gehen, dass ich nicht dann doch irgendwie unpraktisch lande. Ich meine, der Vogel ist zwar langsam, aber die Ausdauer ist echt viel. Krass. Welcher Vogel? Unsere. Ich finde den gar nicht so langsam. Ich glaube, er ist nicht genauso schnell wie der Tyrannodon, aber der ist trotzdem Speed. Wäre cool, wenn du halt die ganze Zeit die Sprint-Taste drücken kannst. Ah, ich sehe euch. Hallo, Jungs. Hallo.
Was mache ich, wenn jetzt unter mir ein... Ihr wisst schon, was droppt. Tapel? Hm. Weinen? Hm. Da fliegt echt gerade einer. Nee, das ist zum Glück nur ein... Oder? Ja, das ist zum Glück nur ein... Das ist ein Tyrannodon. Glück gehabt, ey. Ziemlich cooler Para ist da auch. So, und landen. Das Coole ist, dass das Mutterschiff einfach schon mal gelevelt ist. Geht da! Boah, wie krass, ey, dass hier gespawnt ist, Mann. Gleich noch einer. Ja, das ist schon echt krass. Okay. Ich habe gehört, sie wollen Tapiara ist hier. Geht's halt. Ja, ja. Natürlich. Bitteschön. Wollten sie das nicht? Oh, tut mir leid, Pech. Umtausch ausgeschlossen. Aber sowas von. Oh krass, irgendwie kommt dieser Quetzal tatsächlich hinterher, wenn ich speede. Ist der vielleicht ein bisschen höher gelevelt schon? Wenn die einem folgen, machen die automatisch Sprint. Ja, aber der letzte kam nicht hinterher. Da musste ich dann langsam fliegen. Ich habe die Explorer-Notiz vom Stegosaurus gefunden. Die ist... Hallo? Hallo. 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 Ey, richtig krasses Mutterschiff. Hast du mitbekommen? Nö. Der Ketal. Oh Herr, den habe ich gerade gekriegt. Ach, das habe ich gesehen. Ja. Das ist ein... Der ist gigantisch, Mann. Der ist richtig gigantisch. Nice. Er ist echt übel. Muss mal drauf achten. Also, der wird garantiert nicht oben drauf passen. Also, no offense, aber das sieht nicht gut aus. Ist der größer als der andere? Das weiß ich nicht. Welches Level haben die denn jeweils? Schnell landen. Oh. Nun ja. Mal reingucken. Schau ich mal eben. Muss eh landen. Aber ja, ich sehe diese Pfeilchen. Du hast recht. Anscheinend scheinen die zu leveln. Geh mal ins Haus. Ja, warte. Da sitzt mein kleiner Lyso. Pfiffel den ich noch. Ich hab ein GPS bekommen. Komm schon. Komm schon, komm schon. Boah, ist ja riesig. Ah, jetzt dreht er auch. So. Dreht jetzt Y und pfeifen. Landen. Der landet wirklich hier oben. Hat funktioniert. Aber der sieht gar nicht lila aus, sondern auch so braun. Also nur der Kopf ist irgendwie... So. Nice. Okay, geh mal ins Haus. Boah. Ganz unten hin. Oh, der hat einen gelben Irokesen. Ah nee, doch nicht. Sah grad so aus. Alter, was für ein Schiff. Ja, ich geh ins Haus. Und dann unten, ganz unten. Mhm. Müsstest du eigentlich den kleinen Jungen finden? Wie heißt er denn? Lyso heißt er. Lyso. Der steht hinten an der Box, ich habe ihn gerade gesehen, im Haus. Ach, im Haus. Hinten an der Lederkiste. Den musst du erst noch ein bisschen vorlocken, weil der... Ich hab den reingestellt, mit den Streicheln. großen Haha, der tanzt ja! Ja, hab ich ja gesagt. Sweet. Und jetzt sind überall so kleine Pfeilchen über den Dinos. Das stimmt, aber nur in einem Bereich, ne? Ja. Ach, krass. Aber das ist halt das Zeichen für EP-Boost. Ja, geil.
Also habe ich nichts gegen, finde ich cool. Ich muss da ganz kurz pipi, I'm sorry. Das aber war ich jetzt frage so mich, was ja? ist, wenn wir uns davon 4-5 oder so holen? Wäre auf jeden Fall ja. nice, aber ich muss trotzdem jetzt pipi. Be right back. Abgelehnt. Da bin ich wieder. In der Lederkiste, Kevin. Ah, drin. Schön. Ja, drin. Ah, okay. Gut. Ach, der macht's? Der macht das, ja. Ja, krass, ne? Dieser kleine Leguan da. Den haben wir doch. Den haben wir unten am Strand en masse. Den tötet man doch öfter mal. Ja. Den töte ich eigentlich immer. Ja. Oh, das ist eine passive Zähmung. Du musst, Ja, Beeren reinlegen. Beeren reinlegen, am besten die ja. lilanen und dann immer wieder hin zu dem gehen. Immer wenn er Hunger hat. Ah, gut. Zu wissen. Wissen wir jetzt, was wir die nächsten ich zwei Stunden... Ich fand selber aber nicht... Ne, selber bekommst du keinen Bonus. Das ist anscheinend nur für die Dinos. Sauerei. Die Adler haben schon echt den Arsch gerettet, muss ich mal kurz sagen. Freya, ich hatte übrigens gestern dein Reittier die ganze Zeit mitgenommen. Also der sollte ein bisschen gelevelt haben. Aber ich habe nicht hochgemacht, weil ich wusste halt nicht, was du hochleveln willst. Deswegen schau da einfach mal. Okay. Ich hab ihn schon. Ach, hast du schon hochgelevelt? Ja. Okay. Ich hab aufgeräumt. Ich bin weg. Ah, du bist offline jetzt? Okay. Ja, ich bin auch raus. Okay. Ein hier. Boah, opa. Ich mach den Pete und geh um 11 ins Bett. Bitte? Hä? Du meinst den Tim? Nee, den Pete eigentlich. Wieso? Früher bist du... Nicht immer. Manchmal. Schon lange nicht, ne? Nö. Du bist schwach. Ja. Wow. Ich weiß. Ich muss stark sein. Ich muss mich daran erinnern. Wow. Gut. Dann bin ich jetzt schlafen. Ciao, ciao. Also ich bin jetzt gut schlafen. Okay. Gute Nacht. Ich gehe ja auch gleich. Und viel Erfolg. Okay. Bis dann. Am besten findet ihr gleich noch einen Quetzal. So um in einer halben Stunde. Nein. Stimmt. Das haben wir doch letztens erst. Ach, ja. Freya? Viel Spaß noch. Danke. Ciao, Freya? Ciao. Ja. Bist du schon online? Ja, ich bin schon auf dem Metallberg. Oh, warte, ich komme auch. Ich wollte dir was zeigen. Also ich habe einen Dinosaurier, der hat uns gerade voll den Arsch gerettet, dass wir voll einfach den Quetzal fangen konnten. Du meinst dein Flugvieh? Ah, genau, mein Dibimops O'Hare, der Ichosaurus. Den kannst du nämlich auf Jagen und Zurückkommen einstellen. Das heißt, du kannst so einen fetten Fisch dir direkt fangen lassen und den filetieren. Und die essen, also die zähmen schneller, wenn du den Filet gibst. Das essen die lieber als Fleisch. Dann kriegen die mehr Prozent. Geil. Genau. Aber einziger Nachteil ist, du musst natürlich erstmal jagen gehen. Wer kommt mir denn da entgegen? Hallo? Pedro, kannst du mich mal eben aus dem Sattel heben? Warte. Ah, Mann. Das war ein bisschen zu weit vorne. Schade. Nicht, warte mal, rechtsklick. Ja, und dann, genau, aber nicht loslassen. Oh, warte, ich hab vergessen, mein Dings zu pusten. Nein! Flappy! Scheiße. Ja, zu pfiffeln. Krieg ich gar nicht gepfiffelt. Krieg ich nicht gepfiffelt, wenn du mich hältst. Hab ich. Okay. Ist ja mal lustig. Oh mein Gott, das sieht ja richtig witzig aus. Oh, ich mag diesen Transport. Ich nenne ihn Krallenaufzug, okay? Ist ja mal richtig witzig. Aber by the way, wenn wir in der Lage sind, einen Parasaurier damit hochzuheben. Dankeschön. Alter, einfach mal so ein Stego mitnehmen. Das war mein schön. Erster Gedanke tatsächlich, was man damit Schönes klauen kann. Ja, das geht ja, wie gesagt, nur bei Gezähmten. Ja. Ja und? Richtig witzig. Könnte man ja... Oh, ich dachte schon. Ich habe Fusro da gesehen, dachte mir, oh Gott. Und, hast du hier einen gesehen? Ist hier einer gewesen? Schade. Gut, Server läuft wieder bis 1 Uhr. Ich habe mal mit Nacht. Ah, du bist ganz raus hier auch? Ja, ja. Alle gehen immer so früh ins Bett. Alright.
Bis dann. Ciao, ciao. Bis ciao. Dann. Ciao, ciao. Fühlt man sich ja wie ein Suchti. Was? Woran ist eigentlich dein Privatjet gestorben? Gestern bei der ersten Quetzal-Farmung. Wir waren in keinem guten Gebiet, sondern in einem richtig schlimmen. Also da sind Alpha-Raptoren, was weiß ich, gespawnt. Und da sind solche Viecher, die betäuben dich so. Und, ich weiß, welche du meinst, das Krillo aus ist so einer. So, ja, sieht's aus wie so ein kleiner Raptor, meine ich. Nein, die Trodons. Meiner betäubt auch. Deiner spuckt und macht Gift. Oder so, ist doch das gleiche. Ich bring mal hier unten den Baryonyx um. Oder soll ich den zähmen für einen von euch? Für mich nicht, was ist das? Bitte was? Den mal um, dass der hier noch Quatsch macht. Wie schnell der im Wasser ist. Sehen tue ich hier tatsächlich gar nichts. Was ist das denn für ein kleiner? Ach so. Kopfnussboy. Aber sieht schlecht aus für hier. Gerade als wir die gar nicht brauchten, sind ganz viele gespawnt, Freier. Doch immer so. Ja, total. Also wir waren gerade am Dingsen und dann ja. Das Pelikan has a function here. Oh, mine, yes. He's not a Pelikan. Okay. He's more, oh, I don't know. It's something, Wo ist der Baryonyx hin? With T's. Ich weiß ich nicht. Ich hab den gerade zweimal angeschossen, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ich hole mal kurz mein anderes Flugvieh freier. Hey, wo ist er hin? He can just pick fishes out of the water and bring it to me. It's pretty awesome if we need special things. Soll ich dir suchen helfen? Nein. Oh, ich muss landen. Okay, verdammt. Ach da, hä? Der ist richtig scheiße getarnt. Also gut getarnt. Ja, aber ich hab dachte, der war eben nicht da. Fuck. Ist tot. Ich hab das Gefühl, dass die schneller sind, die Pterodons, aber es dauert auch irgendwie länger. Also die verlieren richtig schnell die Ausdauer. Kann das sein? Tyrannodons, ja. Aber die sind sehr gut im schnell mal halt auch, flitzen. Die haben halt aber auch nicht so viel Ausdauer. Nu? Wo ist denn mein kleiner Adler? Alle parken schon wieder ganz oben immer die Flugvögel, ne? Na, also die großen Schiffe, die können leider nicht in der Mitte parken. Oh. Aber ich glaube, dass die Tyrannodrude. Oh, echt jetzt? In der Basis ist einer. Kein Scherz. Ja. In der Basis ist einer. Oh nein, er fliegt weg, Pido. Warum warst du so nah? Ja, ich wollte ihn fangen. Aber doch nicht auf dem Vogel. Der Vogel ist mir hinterhergeflogen. Ach so, ach so, ach so. Ich gleite mal hinterher. Oh Gott, der sieht aus wie ein Regenbogen. Aber der landet nicht mehr, oder? Warum bist du denn jetzt ausgerechnet dann gekommen? Entschuldigung, jetzt wo ich geguckt habe. Ja. Soll ich den Lieferbreaker eben schnappen? Aber den kriegen wir nicht mit Betäubungsdingern. Der ist so schnell. Den kriegen wir nicht. Aber der wird auch nicht mehr landen, fürchte ich, oder? Keine Ahnung. Oh, sei doch nicht so geknickt. Halt mal die Augen offen. Hier unten ist eine Versorgungskapsel mit einem Ring drum. So, Freya, ich komme jetzt wirklich zu dir, okay? Sollen wir jetzt zusammen mal dahin fliegen, wo ich denke, dass welche sind?
glaube, ich bin eh nicht gut vorbereitet, wo das Fleisch fehlt und so. Hattest du ein bisschen Bier alles drin? Wir haben nicht mehr so viel rohes Fleisch, kann das sein? Kriegen wir aber ganz leicht. Ja? Ziemlich sicher. Ich stell mal kurz Narkosemittel her. Ich geh mal eben noch nach verdorbenem Fleisch gucken. Also ja, rohes Fleisch kriegen wir wirklich schnell, das stimmt. Aber wir haben halt nicht mehr generell viel da, so. Müssen halt auf die Tröge achten. Hab noch 12 Fleisch, nehmen wir mal nochmal Fleisch mit. Verdorbenes Fleisch kriegen wir auch immer sehr schnell. Bären haben wir da auch noch genug drin. Passt. Ja. Ja. Oh, cool. Yeah, I'm sorry. I mean, my bird is like, it's an evil one. Just how to describe. It's more like, I have no idea. More like, kurze Frage. Mein Itchy, der ist nicht wirklich ein Pelikan, sondern eher ein Albatros? Oh, no. Keine Ahnung. I think it's more an Albatros. Weiß ich auch nicht. Oh man. Schon wieder fast ein Level up, ey. Oh, wenn ihr in der Luft X gedrückt haltet, dann geht doch die Ausdauer geht runter. Ich dachte gerade, die Ausdauer würde nicht runtergehen. So weit oben, der Junge. Also ich sehe ihn noch, der kreist hier oben halt seine... Ja, aber den kriegen wir nicht runter, das haben wir ja schon probiert. Also wir müssen den halt mit zwei Betäubungslolos erreichen, aber das kriegen wir einfach nicht hin, oder? Glaub nicht. Glaub ich auch nicht. Mein Vieh hat jetzt 700 Ausdauer. Krass. Gut, okay, also Freya, bist du immer noch beim Metallberg? Yep. Okay, dann komme ich mal. Ich habe jetzt dabei Fleisch, Bolas, Narkosemittel. Oh shit. Gedrückt. Und theoretisch sollte auch nichts von mir kaputt gehen. Komme ich mal vorbei. Bin unterwegs. Bei Metallberg wird nichts mehr sein, oder? Ich denke nicht. Okay. I can feel there is something inside me, something more than light. Ihr könnt jetzt mitsingen. Danke. Wunderschön. Wunderschön. Hier habe ich schon. Okay. Ein Tapel. Großprojekt. Dann wollen wir mal. Guten Morgen. Hi. Hi. Das hier ist mein Schleppi. Der kann ganz viel tragen. Nee, der ist nur ein Einsitzer. Nein, ich meine, kannst du mich jetzt transportieren? Ja, aber dann geht meine Ausdauer ganz schnell runter. Also ich kann dich nicht weit tragen. Und wenn ich aus Versehen Rechtsklick drücke, bist du tot. Das ist ein bisschen doofi. Ich habe Fallschirm mit. Warte, kannst du mal ganz kurz nochmal die Karte öffnen mit M? Habe ich. Siehst du... Ganz, also du siehst ja diesen Fluss und dann auf der rechten Seite und so bei 80, keine Ahnung, 60 ungefähr da drüber ist hier so ein kaputter Fluss. Mhm. Das war unser Tapi, ach genau, unser Tapi-Gebiet. Weit oben ist das Kackvieh. Komm runter, Junge. Pedro, du möchtest nicht mit, oder? Nö. Okay.
Also ich würde halt sagen, dass wir Richtung grüner großer Turm fliegen. Da war immer schön was. Ne, bin schon unterwegs. Okay. Wir sollten aber nicht allzu weit weg auseinander gehen, dass wir uns halt immer sehen im Notfall. Ja. Also ich lande auf der Klippe da. Siehst du mich noch? Ja, aber bist du so schnell? Ich gebe gerade Gas. So. Ja, mit dem auf die Klippe warten, mich nochmal neu orientieren. Geht gleich langsam. Der anderen Seite sind einfach mal Schlangen, die sich da tummeln. So, okay. Da ist Papagei. Giraffe. Fieses Vieh, Schnecke, Wasservieh, Nups. Oh, und ihr Graf ist gerade gespawnt, sah ganz komisch aus. Kommst du auch zu? Ah, da bist du. Hi! Guten Morgen. Und wie geht's Ihnen so? Alles gemutet, by the way. Ach so, okay. Warte ich mal noch kurz einen Moment ab. Weil du nicht die ganze Zeit mit der Luft redest. Ach so. Irgendwie ein bisschen müde. Oh, Entschuldigung nochmal, Pido, für die Schlaflosigkeit. Ich war auch richtig im Arsch morgen früh. Du musstest ja ein bisschen früher aufstehen als ich, ne? Ich war nicht so müde, aber über den Tag hat dann die Müdigkeit ein bisschen gekickt. Oh Gott. Ja, was ist denn passiert? Es wurde gestern sehr lang, weil wir haben da noch ein... Genau. Das war nicht so geplant tatsächlich. Nee. Passierte aber dann so. Eigentlich wollten wir was anderes haben. Ja, eigentlich wollten wir noch einen Tapir gucken. Nee, ich weiß gar nicht mehr. War es ein Tapir, nachdem wir gesucht haben? Mhm. Natürlich war es ein Tapir. What else? Wollen wir da oben links auf der Plattform landen, da hinten? Auf dem Berg. Ja, links. Ja, sehe ich. Ja, flieg da mal hin. Ich mache hier einen Schlenker über diese große Grünfläche, weil die landen halt gerne mal bei den Grünflächen. Vielleicht ist da einer. Weil ich bezweifle. Ich sehe da unten auch einen Alpha-Lulu da. Da will ich nicht sterben. Okay. Sind auch ganz viele Brontis. Was genau haben die Alphas eigentlich? Also wie kommen die zustande? Ich glaube, die spawnen einfach zufällig. Ja, das schon. Aber es muss ja irgendwie eine Erklärung geben, warum es da rot leuchtende Dinos gibt, die besonders viel Schaden machen. Vielleicht sind die mutiert oder so. Also gibt es dann die Tags und die mutierten. Oh, ein Parasaurier. Einzige logische Erklärung. Muss ja. Oh, hier ist auch Eisen. Ich habe das Gefühl, dass überall bei den höheren Bergen ich dachte schon. Hey, Diebke, da oben ist ein. Du verarschst mich. Ach ja, das ist den wir hatten vorhin. Ja. Ja. Aber den können wir quasi gar nicht bekommen. Also, wir brauchen dafür ein Tapir. Anders geht das nicht, weil einer muss fliegen, einer muss schießen. Und, oh mein Gott, der sieht richtig gut aus. Schade, wieso haben wir uns den nicht geholt?
Die sieht richtig gut aus. Weil wir ein anderes Schiff im im Nacken hatten und... Vielleicht kann ich drauf. Ein Tar-AP bei hatten. Landen einfach, schade. Dreht ab. Ja, den hatten wir vorhin tatsächlich auch gesehen, Freya. Ja. Boah, ist der cool. Der hat so richtig coole rote Flügel. Ich muss mal kurz hier auf der Plattform landen. Oh Gott, hier ist ein... Der sieht ein bisschen aus wie ein Pinguin. Ja, irgendwie schon, ne? So ein Punk-Fliegepinguin. So, das wäre ein Pinguin, wenn er fliegen könnte. Ja. Ja, irgendwie traurig. Ich bin hier auf der Plattform gelandet. Auf welcher Plattform? Ja, ich meinte ja den Berg eigentlich. Siehst du mich? Bist du das da gerade, der fliegt? Ja. Nee, ich hab dich gar nicht gesehen. Ich sehe dich halt auch nicht. Ich bin auf einer niedrigeren Plattform, ist nicht ganz oben auf dem Berg. Das ist ein bisschen grün-bräunlicher. Und da sind zwei Pelmchen und ich bin direkt bei den Pelmchen. Sie überhaupt keine einzige Palme. Ach, da unten. Siehst du mich? Ich bin jetzt ein bisschen anders gelandet. Ah, ich sehe dich, ja. Hier ist ein Spino gespawnt. Da ist ein Rex, Beepgirl. Hast du auch schon gesehen? Was? Da ist ein Rex. Rexy Boy. Nee. Wo? Aber nicht bei uns oben, sondern unten, oder? Nein, rechts neben dir ungefähr. Nein. Das war wirklich mein Ernst, das sind. Ja, ich sehe ihn. Oh mein Gott, ich gucke von oben einmal kurz. Ach du Scheiße. Ja, der knabbert gerade die Giraffe hier kaputt. Der ist doch noch eine Schlange. Sollen wir hier besser abhauen, Freya? Okay. Nur für alle Fälle. Also weil irgendwann ist der fertig mit Snacken. So, siehst du links vom Turm? Wiebke, da ist ein Tarp, da ist einer. Geradeaus. In der Luft, oder? Ja, in der Luft. In der Luft ist problematisch. Aber den hatte ich vorhin. Also, du kannst ihn haben, meine ich. Aber den habe ich vorhin auszusehen verjagt beim Fischefangen. Also, du kannst ihn haben, meine ich jetzt. Du hast ihn jetzt gesehen. Aber ich meine, einfach, die bleiben anscheinend in der Area. Ja, aber das Problem ist, wir kriegen den nicht aus der Luft, ne? Der muss landen. Willst du vielleicht die ganze Zeit chillen, bis der landet? Ja, und beim Spino habe ich gerade geangelt. Und dann stand der Arsch da, als wir ihn nicht brauchten. Und dann habe ich ihn angeschossen und er ist einfach weitergeflogen. Also es hat nicht gereicht. Ich hatte aber auch keine Betäubungspfeile. Ich kann ja mal probieren. Kann man den irgendwie wegtreiben? Nee, ne? Das ist halt ein Spino, Freya. Was soll ich tun? Ich habe einen Plan wegen dem Spino. Ja, aber wir müssen den ja auch irgendwie runter. Ich glaube, leiten lassen sich die Viecher nicht. Der fliegt auf jeden Fall niedriger. Landet der? Kannst du auf den einen aufpassen? Auf wen passe ich auf? Oh, bei diesen so Ameisen. Ja, ich weiß. Warte, ich lock die mal weg. Ich hab den Tapi verloren. Der ist da oben gewesen. Der ist ganz da oben. Man ist jetzt gerade aus meiner Range, krass. Schon wieder weg, Eiern. Ja, bei mir sind halt diese Ameisen, deswegen. Oh, ich dachte schon gerade, du wärst einer. Negativ. Wo ist der denn hin, Freya? Wo bist du? Also ich sehe dich auf jeden Fall. Ja, der in die Richtung, wo ich hinfliege. Aber wie sollen wir den runterkriegen? Der fliegt jetzt immer höher. Also ich kann den nicht anschießen, egal was passiert. Ist so hoch, der ist außerhalb der Range und ich habe hier keinen Schussplatz. Ist ja auch nur ein Einsitzer.
Klippe. Ja. Oh, hier ist eine Notiz, glaube ich. Ah, geklappt. So kocht man. Dankeschön für den Tipp. Nix. Nix. Der ist so weit hoch, das ist so unfair. Du bist deinem Ziel so nah und doch so fern einfach. Ja. Einmal was trinken. So, okay, also kurz zur Orientierung. Wir müssen einfach nur ein Stück geradeaus und da ist das dann. Are you ready? Was für Fleisch brauchen wir denn eigentlich? Erstmal normales Fleisch, hätte ich jetzt gesagt. Oh. Mein. Ich muss gleich mal ein bisschen jagen, schnell. Oh, da ist kein Fleisch dabei? Kein normales. Was hast du denn für Fleisch? Nur dieses Filet-Ding. Aber Filet ist sogar noch besser. Na dann. Fischfilet oder Fleischfilet? Ich glaube Fleischfilet. Wie hast du denn Fleischfilet bekommen? Das Fleischfilet? Hast du das im Kopf? Nee, doch nicht. Es war Fisch, sorry, Fisch. Fischfilet? Hast du es aus dem Käser geklaut? Nein, habe ich nicht. Okay. Der war. Ich muss gleich mal was töten, fürchte ich. Oh. Mein Adler hat kein Fleisch mehr. Meiner auch nicht mehr. Ja, wo bist du eigentlich? Auf der gleichen Klippe, nur der Schildkröte gerade hinterher eiern. Okay, ich bin jetzt auf der anderen Klippe. Ach nee, gar nicht. Du bist auf der nächsten Klippe gewesen. So. Das gab jetzt gerade 28 Fleisch. Jetzt kann ich hier erstmal. Oh, ich höre Kampfmusik. Ah, ein Dido hast du gekillt. Da unten wäre noch ein Para. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen Fleisch geben. I can feel there is something inside me. Boop. Ich hab hier gerade mal. Boop. Ich schlag den. So, ich schlag den mit einer Axt. Ach, mit einer. Dingsbums. Trink nicht vergessen. Du hast ein Schwert erlernt, Freya? Ja. Okay, das habe ich auch. Sollen wir weiterfliegen? Machen wir. Okay. Mir ist ein Tech-Dino. Also theoretisch spawnen hier einige. Hier wären auch richtig viele Paras und keine Ahnung was. Also hier werden wir auf jeden Fall, glaube ich, zu viel Zeug finden. Oh, da ist irgendein großer. Ach, ein Vogeldino. Wo treffen wir uns? Ich fliege erstmal nach oben, um mich zu orientieren. Oh, dahin ist ein Adler. Ach, Pino! Hi! Leute, ich habe mich schon gewundert, wie sich ein Adler verfliegt. Guten Morgen. Ich flieg erstmal hoch. Wupp, hallo. Gucken, ob wir hier Glück haben jetzt mit einem Ding. Ich meine, die sind alle gespawnt, als wir die gar nicht brauchten. Und dann überall, oder? Wir fast in die Arme des Raptors da geflogen. Okay, Mich hat eben einer ausgedribbelt. Hier sehe ich. Ich bin so mit meiner Bowle angerannt und dann hat der Typ sich einfach hinter einem Stein versteckt und dann habe ich hinter den Stein geguckt und er nur so und ich stand da so mit meiner Bowle, habe schon Krampf bekommen vom Wirbeln. Oh Gott, das kenne ich, Mann. Das kenne ich. Ich dachte mir so, ich
gleich gehe ich einfach um die Ecke und dann wirbel ich das Ding um den Kopf. Ja, ja, auf. Aber die sind schlauer als wir, habe ich das Gefühl. Ich lude mal eben das Ding. Oh, okay. Da ist nur eine Stoffrüstung drin. Soll ich das alles mal da lassen? Weil den Stoff brauchen wir nun wirklich nicht, oder?